Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Jurassic Park Bilder. So, jetzt kriege ich es auch endlich zum Laufen. Tatsächlich hat es gerade mega gesponnen nach einem Update von diesem Browser. Kämpfe nun kostenlos um den Utahraptor. Oh, das möchte ich mir ganz kurz anschauen. Ist es jetzt ein Turnier? Oh ja, noch 2 Tage, aber hol dir DNS. Ach, man kriegt immer am Ende von einem Turnier DNS, ne? War das nicht so? Ja, ich werde mal versuchen, das hinzubekommen tatsächlich, aber jetzt wollen wir erstmal zu unserem Park gehen. Das ist ja eben unser Problem jetzt gerade, wir können uns jetzt nicht so auf die Turniere konzentrieren, aber ich versuche es privat zu machen. Ihr habt gesagt, der Indominus ist nur limitiert, deswegen habe ich ihn geholt, wie ihr seht. Man könnte ihn jetzt ausbauen, aber ich möchte noch nicht. Beziehungsweise ich frage euch, wann wollt ihr ihn sehen? Ich möchte halt, eigentlich möchte ich ihn jetzt noch nicht haben, weil ich mir dann denke, jetzt haben wir so eine starke Kreatur und alles. Obwohl es mir auch egal ist, das müsst ihr entscheiden. Wollt ihr den schon da haben im Park oder nicht? Wir müssen ihn ja nicht immer im Kampf einsetzen, Hauptsache ist es eine Geldquelle für uns. So, wir schauen uns jetzt gleich mal die Quests an. Ich habe heute eigentlich vor, den Aquapark, mit dem Aquapark zu beginnen. Ganz kurz die Quest nochmal platzieren. Komm, so Knatos, sammle 20.000 Münzen, verkaufe 2 Gebäude, Platz für neue Wachtürme zu verschaffen, baue 2 Wachtürme. Okay, bringt 3 Fleisch was. Okay, dann machen wir das ganz kurz. Wir sollen 2 Gebäude verkaufen. Machen wir die 2 mal. Und dann kaufen wir 2 Wachtürme. Hallo, zack. Schneller, damit wir die schnell haben. Bam, bam. Ich möchte schauen, ob er eine Mission hat von wegen sammle Fleisch und Pflanzen ein. Oder vielleicht kommt jetzt eine Mission dadurch, dass wir ein Level Up erreicht haben. Ich möchte das nicht. Entfernt 20 Straßen, versetzt 4 Gebäude. Okay, Ankylosaurus versetzen. Ich habe ein bisschen was abgegradet, ich weiß gerade gar nicht mehr auswendig. Ich glaube, Kakarodonto habe ich abgegradet. Baryonyx auf fast finale Stufe. Versetzt den Kakarodontosaurus. Ja, jetzt sammelt 1000 Münzen vom Kakarodontum, vom Ankylo. Damit forcen sie mich dazu, dass ich lange Zeit warten muss. Ach ja, ihr Schweine. Ja, okay. Ach Mann. Ihr Schweine. Gut, nächste Mission war, sammle blablabla, entferne 20 Straßen, alles klar, versetze 4 Gebäude. Und jetzt, wisst ihr was, ich mach das so, ich baue erstmal 20 Straßen, hallo. Erstmal fertig. Und jetzt mache ich sie weg. Ah, ja. Ist das eine schöne Arbeit. Dankeschön. Ist er zu... Ne, ist doch nicht zufrieden. Alles klar. 50.000 Münzen sammeln. Platzieren in Komso Knatos. Ist jetzt los. Okay, Grant möchte ganz kurz 3 Pflanzen, was wir 3 Fleisch aus der Höhe haben. Und Pflanzenfresser. Oh Gott. Der ist auch schon so hoch. Zerato. So, haben 6000 Münzen, okay. Ja. Gib mir dein Money. Ah, Brachiosaurus. Okay. Und sonst kommt so Knatos. Geld sammeln. Geld sammeln. Dann sammeln wir mal Geld. Oh, Grant ist zufrieden. Ja, also ihr seht, hier Baryonyx können wir fast ausbauen auf maximale Stufe. Kakarodonto dann auch irgendwann mal. Cerato habe ich jetzt nicht unbedingt weitergemacht. Raptoren können weitergemacht werden. Ja, yeah, Parasaur und Ankylo habe ich auf 20 gemacht. Die haben echt brutale Stats. Und darf ich jetzt das Pflanzen und das Fleisch sammeln? Ich mache es mal lieber noch nicht tatsächlich.
Ich würde sagen, wir entschlüsseln jetzt erst einmal beide, hier. Dreck da, wie heißt's denn? Oh Gott, wir entschlüsseln jetzt einfach unsere. Nicht den S. Wie heißt es? Unseren Bernstein, so. So, es dürfte jetzt logisch gesehen, da kommen so Knatus sein. Ich glaube, ich erinnere mich jetzt langsam. Der hatte so einen gelben Skin und ich merke gerade, dass wir wieder keine Dollarscheine verlieren. Zumindest wird es nicht angezeigt. In Wirklichkeit tun wir ja schon welche verlieren. So, ich erreiche das jetzt. Mal nochmal. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht wie beim letzten Mal hier betrogen. Und wir kommen hoffentlich auch noch in unseren Wasserpark. Dum, dum, dum. Ernsthaft. Really? Really, nigga. Ach, dauert das lang. Also er war, glaube ich, so gelb und hatte so rote Augen, wenn ich mich nicht irre, oder? Komm, so Knatus. Ah ja, genau. So hatte ich in Erinnerung. Pronto, wenn wir mal brauchen. Stego können wir mittlerweile auch schon sehen. Ich glaube, das ist Allosaurus da hinten. Ich bin mir gerade nicht sicher. Der ist dann schon der erste Silberne, ne? Okay, das Stego, krass. Nächsten entschlüsseln wir auch schon mal. Das ist ja der Brachio. Ich bin mir gerade nicht sicher. Doch, noch Brachio ist noch ein Bronzener. Ziemlich sicher, weil der Spino war der letzte Bronzene, wenn ich mich nicht irre. Und mit dem Allosaurus gehen wir dann schon Richtung Silber. Da wird es dann teuer. Ding. Dann muss ich unbedingt den Park erweitern. Ach, ist das eine Scheißarbeit, ey. Ich habe auch privat versucht, im Aquapark den Limitierten da freizuschalten, ne? Aber mir wurde es dann zu blöd, nachdem ich 10-mal das Schiff losgeschickt habe. Ich habe immer nur Scheiße bekommen, halt sau viel Fressen und so ein Dreck, aber nie das, was ich wollte. Oh jo. Ja gut, komm so Knatus. Da oben hätte ich eigentlich gerne den Spino tatsächlich. Komm so Knatus hat aber ein kleineres Gehege, du. Eigentlich müsste man den hier so. Ah nee, das passt nicht hin. Wartet mal. Die Brücke über den Tümpel, die muss. Wenn die da schon ist. Wisst ihr, wenn sie da schon ist? Dann wird sie da auch bleiben. Bauen einfach dann nach hinten so weiter. Kommt da unten nämlich der Spino hin. Machen wir eins frei neben Kakodonto und platzieren welche Verzierungen. Alter, der Brachio hat ja ein riesiges Gehege, du. Ja, gut, gute Frage, wo platzieren wir den eigentlich? Schneller, ich brauche den Platz. Der wird jetzt hier platziert, weil dann schließen wir mit dem Ankylosaurus auf. So, Brachio gibt es beim nächsten Mal. Komm, so Knatus würde ich jetzt gern schon sehen. Obwohl, warte mal. Die Quest sagt, wir brauchen Brachio und Ding, ne? Ach, dann holen wir beide schon mal. Zack, komm so Knatus. Zierlicher Kniefer. Ich hab's einfach weggedrückt. Ich hält. Sammeln, sammeln, versetzen und sammeln. Okay. Zack und sammeln, ne? Okay, sie möchte den Barosaurus haben. Da! War über 9 Meter lang. Das ist so breit wie ein Volleyballfeld, ja. Oh. Oh, hört sich niedlich an. Und jetzt auf Stufe 5 bringen. Kaufe der Verzierung, baue 10 neue Straßen.
kommt der Ranz wieder. Was sind denn mittlerweile gute Verzierungen? 2%, 3%, kleines Mal. Die Höhle, 5%, kostet 240.000 wahrscheinlich. Der Strand für 30 Dollar Scheine hört sich auch gut an. Wie groß ist der? Ist ja riesig. Können wir da aber nirgendwo hin platzieren gerade, weil da kein Platz ist, aber würde sich auch tatsächlich nicht wirklich lohnen. Wie viel Verzierung sollen wir nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Machen wir jetzt hier so ein Fahnen hin. Zack. Da ist 3 möchte sie, also noch 2 Stück. Machen wir jetzt hier diesen Fahnen hin. Diesen rosanen. Weil ich den hübsch finde. Und wir sollen 10 Straßen bauen, wenn ich mich nicht irre. Ah, Level up. Dum, dum. Wir kommen einfach nicht weiter. Jetzt kommen wieder neue Quests. Oh, Gallimimus kommt als nächstes. Ich habe den leider noch nicht entschlüsselt. Tut mir leid. Baue 10 neue Straßen. Sind noch lange mehr als 10, aber ich möchte da so was in der Art bauen. Ich komme nicht zum Wasserpark, wenn es so weitergeht. So. Erweitern hier. Zack. Und zack. So. Und das eine machen wir schneller, damit wir dort die Scheiße schon mal machen lassen. Zack. Gut. Noch einmal. Aufträge sammeln. Sammeln. Ja. Schau mal kurz. Weil das eine. Wir füttern die mal ganz schnell auf Level 5. Ja, noch Bronze. 18er Wildheit, auch 18er Wildheit. Haben mehr Leben. Mehr Angriff. Sind allen besser. Wieso hat der mehr Wild gleich viel Wildheit? Dumm. Okay, jetzt halt aber. Gehen wir in den Aquapark. So. Zum nächsten Mal werde ich vielleicht, komm so knapp zum Barrio, sogar schon auf Level 20 machen, weil es mich einfach interessiert, wie die von den Sätzen. Jetzt ist nur der Seeskorpion momentan erhältlich. Komm, den kriegen wir. Natürlich nicht. Ah, ja. Ich habe bisher nur ein Viech und das ist der dunkle Asteus, ein Fischfresser. Oh. Sogar verdreht, dass seine eigene Gattung hat er gefressen, der Sack da. Sammle zweimal vom Fischhafen, bring einen Planktonfresser auf die nächste Stufe und einen Fischfresser, ja. Und platziere ein Museum. Zack, zack. Ja, zweimal sammeln, zack. Zack. Danke, Hammond. Ja, gut, das haben wir schon gemacht. Einen Ammoniten sollen wir platzieren. Nicht bei Verzierungen. Halt einmal. Ammonit ist das nächste Viech, ne? Ja, du bist ja witzig. Wenn. Das ist ja ein ganz lustiger. Ich meine, ich kann ja nicht dafür sorgen, dass ich das schnell bekomme, wenn. Alter. Ja. Verziere 3 Seetanggebiete, sammelt 3000 Münzen von Seemeer. Ja. Ich darf jetzt erstmal hier den ganzen Scheißdreck entfernen. Ja, Hammond ist ja witzig. Ich meine, ich würde auch gerne Ammoniten haben, aber den kriege ich leider nicht so schnell, wenn das Spiel sagt, den bekommst du nicht. Das beschleunigen wir jetzt mal. Vielleicht kriegen wir den ja jetzt durch die Mission. Ja, irgendwas haben wir bekommen. Hoffentlich ist es... Tatsächlich möchte ich gar nicht, dass es der Ammonit ist. Tatsächlich nicht. Können wir jetzt schon aufrüsten eigentlich? Tatsächlich, machen wir auch gleich mal, würde ich sagen. Wir machen die auf Stufe 5. Wildheit 6. Geil. Weg damit, mit der Scheiße. Weg damit, habe ich gesagt. So, ganz kurz nochmal. 3 Seetanggebiete, okay. Platziere ein Museum. Das machen wir auch noch schnell.
Seetanggebiete ist bei Verzierungen wahrscheinlich. Drei davon, von diesen teuren. Wie teuer war das Museum? 30.000. Das platziere ich da zuerst. Das platziere ich jetzt zuerst. Gerade echt am Überlegen, ob ich es hier platziere, weil da noch keine Kreatur hin kann. Ja, platzieren wir dort die Gebäude. Dann ist sie zufrieden und hoffentlich kriege ich eine Mission, die machbar ist und nicht so hässlich. Ah, ich kriege gar keine. Okay. Platzieren wir weiterhin unsere Seetanggebiete, bis wir kein Geld mehr haben. Weg mit der Scheiße, Mann. Alter. Dass die Kacke so teuer ist, das ist echt krass. Ultra nervig. Ja, 3000 Münzen sammeln, witzig. Der kippt gerade mal 853 in 2 Stunden. Okay, forschen. Ah, cool. Ja, wir müssen uns Geld leider kaufen. Ja, ich muss mir 50 kaufen. Wir kommen sonst nicht weiter. Und ich möchte jetzt auch noch was zeigen können. Oh, jetzt sind wir schon bei einem. Der Dunkle Lost, das war so eine Ausnahme. Der gab es so instant fertig und... Nee, halt mal. Vielleicht haben wir Glück und das ist jetzt der Seeskorpion. Es wäre jetzt echt cool, wenn das der Seeskorpion wäre. Wir verlieren wieder Dollarscheine gerade. Das finde ich cool. Also, das wäre jetzt echt nice, wenn es der Seeskorpion wäre. Den hätte ich jetzt schon gerne. Der wäre mir hier auf jeden Fall eine Erleichterung. Das fand ich nämlich damals auch. Das haben sie anscheinend immer noch nicht besser gemacht. Als ich mit dem Aquapark begonnen habe, ist mir sofort aufgefallen, weil man schon vom normalen Jurassic Park gewohnt war, ja, jetzt ist man langsam drinnen, jetzt ist es nicht mehr so anstrengend und so. Der Aquapark, der ist schon wieder so anstrengend sofort anfangs. Ach, wir machen nochmal. Also der ist nicht so wie beim Jurassic Park, dass es anfangs einfach verläuft und dann anstrengender wird. Der ist anfangs so anstrengend, du kommst so langsam voran. Und da merkt man, dass sie einen schon dazu forcen, dass man Geld ausgeben muss. Ja, wir müssen es tun. Es kostet einfach 15.000. What the fuck? Ich glaube, ich brauche Geld. Ich glaube, wir brauchen Geld. Verpiss dich. Bitte sei... Also wenn es jetzt wirklich nicht der Seeskorpion ist, sondern der... Ammonit, dann fühle ich mich aber echt verarscht. Komm bitte. Ach, als ob, halt doch dein Maul. Bitte, bitte, bitte. Ja. Ja, der Seeskorpion, sehr gut. 60.000 wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja gut, wir können wenig machen. Die craden wir mal kurz voll ab, damit ich ein bisschen Geld von denen bekomme beim nächsten Mal. Alter, als ob. Das ist irgendwie schon, ja. Weird. Oh, und mir fällt gerade auf, dass in der Aufnahme das Bild ein bisschen nach links verschoben ist, weil ich wahrscheinlich mit meinem Zeiger rübergekommen bin. Geil. Ja, sorry dafür. Muss ich beim nächsten Mal wieder ausbessern. Ja gut, sonst können wir wenig gerade machen. Bringen ja einen langsam was auf nächste Stufe. Ja gut, wir brauchen Abonniten erst einmal. Ja, das zieht sich leider. Also ich werde versuchen, im Turnier vielleicht ein bisschen was zu schaffen dann. Privat, genauso wie es upgraden. Ich schaue gerade mal, ob wir die Kampfstufe angehen können. Ja, doch, können wir. Eigentlich ist es ja hier schlauer, dass man mit der stärksten Kreatur beginnt. Und mit der auch komplett gewinnt am Ende. Weil man dann halt den maximalen Loot bekommt. Das finde ich halt irgendwie ein bisschen schade in dem Mode. Das ist halt nicht... Die wie in Jurassic World dann, da haben sie es ein bisschen besser gemacht, dass du halt, dass der Sinn ist, dass du insgesamt gewinnst, dass jede Kreatur mal zum Vorschein kommt. Sondern du musst eigentlich versuchen, mit der ersten Kreatur alles zu schaffen, ohne ein Leben zu verlieren, weil sonst kriegst du am Ende nichts.
Oder wie ist es, wenn man switcht? Ja gut, das interessiert mich jetzt tatsächlich. Wir kämpfen mit denen. Was war es nochmal? War es Schwanzschlag gegen die? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich probiere es einfach mal. Nee, war nicht so effektiv. Wir blocken jetzt mal nicht. Gegen uns war es der Stoß, stimmt. Der Schwanzschlag war mitteleffektiv. Das heißt, Biss oder Stoß. Ich probiere mal den Stoß. Stoß war sehr effektiv, okay. Wir blocken mal nicht. Gegen die kleinen Viecher war es der Schlag, glaube ich. Ja. Oh Gott, gegen Brachio. Ist es da vielleicht der Biss? Tatsächlich. Haha, wie ihr wieder switcht. Mich würde interessieren, weil es war eigentlich früher so, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, dass wenn man wenn man mit der ersten Kreatur meisten Leben hat, ich block jetzt mal, also dass das die von der ersten Kreatur, also die gerade halt aktiv im Kampf ist, dass da die Leben, dass nicht alle Leben sozusagen so ein Drittel genommen werden dann am Ende für diese Bare, wo man 100% erreichen muss, sondern dass es tatsächlich so ist, dass diese Kreatur jetzt hier, die gerade im Fight ist, irgendwie ungefähr 2/3 ausmacht oder mehr halt. Das heißt, dass ich jetzt rein theoretisch es vielleicht sogar noch schaffen könnte. Schauen, wie ist es. Nee, es ist wirklich aufgeteilt. Es ist aufgeteilt. Und das finde ich schade. Das heißt, man muss mit der ersten Kreatur es easy durchschaffen, sonst hat man verkackt. Und das ist ja irgendwie schade, weil das heißt, ich muss immer mit so einer starken Kreatur kämpfen und immer Blocken einsetzen. Das finde ich halt ein bisschen lame tatsächlich. Weiß auch nicht. Was war es nochmal? Der Stoß, ne? Ja. Ich meine, ich muss jetzt immer blocken, weil ich muss die 100% schaffen. Dafür brauche ich ungefähr 90% meiner HP und das wäre ja schon ein Attack. Das ist halt irgendwie schon schade. Ach, als ob der das überlebt. Jetzt darf ich nochmal blocken. Nee, nicht einmal, weil jetzt darf ich nochmal angreifen. Zack. Greif an. Hoffentlich ist er down. Ja, ist er. Das heißt, ich musste nur zweimal blocken. Ist noch verkraftbar. 15 solcher Fangzähne. Alles im Rahmen. Dann beiß ich jetzt einfach. Bam. Ja, das ist irgendwie nicht so gut gelöst. Ich mag das System da nicht so. Ach ja. Oh, schon Spino, geil. Den Kampf machen wir auch noch mit unserem Cheater. Der macht das eh alles easy. Gegen die war es ja auch der Stoß. Zack. Ach nee, gegen Kakarodonte ist Stoß und Cerato, ich hab gedacht, weil er die gleiche Animation hat, aber hat er ja gar nicht. Stimmt, der hat ja so eine kleine Version davon sozusagen. Was gegen die der Schlag dann? Anscheinend war es der Schlag gegen die. Oh Gott, Spino blocken. Ich glaube, gegen Spino ist es der Biss. Boah, Spino sieht schon cool aus, muss man sagen. Spino war Biss, glaube ich. Ja. Wir machen Special Attack, damit der Safe Call stirbt. Bam. Ja, wir müssen nochmal blocken. Ich muss es schaffen. Ja, Stoß hätte mir jetzt mega viel Schaden gemacht. Schon ein bisschen kacke. Beißen. Ja, es ist halt irgendwie ein bisschen lame. Aber kann man nichts machen. Ach, ich freue mich schon auf den Spino tatsächlich. Ich mag den in dem Spiel. Nächster Kampf wäre gewesen. Oh, schon Gallimimus. Oh mein Gott, der Silber. Lydia, was soll das? Ihr haut's einfach Werbung rein. So, dann würde ich sagen, so beenden wir die Folge. Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Das war ich, der Marcel. Ciao.